Hey Leute, euer Coach hier, Cecil. In dem Fall Ladies. Ihr wollt durch das Training einen straffen Busen entwickeln. Funktioniert das? Viel Spaß dabei. Hey Ladies, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe was ihr machen solltet im Training und etwas, was ihr auf keinen Fall machen dürft, okay? Ich erkläre es jetzt. Also Ladies, gucken wir uns mal an. Woraus besteht die Brust? Einmal aus Fettgewebe und aus Drüsengewebe. Frage, kann man Fettgewebe trainieren? Nein, Fettgewebe kann man nicht trainieren. Also ist da die schlechte Nachricht, ihr könnt die Brust an sich nicht trainieren. Aber es gibt trotzdem was ihr machen könnt. Jetzt mal zur Form der Brust. Wollt ihr lieber so eine Brust haben? Oder wollt ihr lieber so eine Brust haben? Ich gehe mal davon aus, dass ihr eher so eine Brust haben wollt. So, jetzt ist die Frage, Brustmuskulatur. Da ist es bei Männern und bei Frauen komplett unterschiedlich. Also meiner Meinung nach müssen Männer komplett die Brust anders trainieren als Frauen. Weil? Bei Männern ist es eher erwünscht, dass der Brustmuskel, richtig wie so Platten, bis hier oben der Strich, dass der Strich bis hier oben sich durchzieht. Also wie zum Beispiel auf dem Foto. Da seht ihr, der Brustmuskel, der Strich geht wirklich bis nach oben hoch. Danke an das kopflose Model in dem Fall. Und bei den Ladies ist es anders. Ihr habt das vorhin gesehen, bei der Brust. Es ist bei den Ladies nicht unbedingt schön, wenn der Brustmuskel, der Strich hier wirklich bis hier oben geht. Das sieht sehr maskulin aus. Das wollen die Damen eher nicht. Deswegen ist es für die Ladies ganz wichtig, dass ihr nur den unteren Teil der Brust trainiert. Das heißt, nur Übungen, wo ihr den unteren Teil der Brustmuskulatur belastet. Und deswegen zeige ich euch jetzt eine Übung, die müsst ihr unbedingt machen und eine Übung, die dürft ihr überhaupt nicht machen. Hier jetzt die Übung, die ihr absolut nicht machen solltet. Nicht. Diese Übung hier. Schrägbank drücken über Kopf praktisch. Schrägbank drücken. Nein, nicht machen. Ihr trainiert den oberen Teil der Brustmuskulatur. Wie vorhin schon erklärt, ist das nicht euer Ziel. Ich sehe ganz oft auch Personal Trainer, die gehen mit ihren Kunden immer und machen Schrägbank und Bankdrücken und so. Und die Brust, die entwickelt sich einfach komisch. Das sieht einfach nicht geil aus. Deswegen, Ladies, lasst diesen Quatsch weg. Meiner Meinung nach dürft ihr diese Übung überhaupt nicht machen. Ihr müsst wirklich nur eine Übung machen, die ist optimal, den unteren Brustmuskel zu trainieren, die vordere Schulter zu trainieren und den Trizeps. Das sind alles Muskelgruppen, die für euch einfach sehr schön, die einfach sehr schön sind und sehr schön aussehen. Ihr wollt einen straffen Arm haben. Beim Winken soll der Arm nicht mitwackeln. Vordere Schulter ist immer schön, wenn die Schulter sich schön absetzt. Und die untere Brust. Wenn ihr die untere Brustmuskulatur trainiert, untere Brust, dann hebt sich die Brust so ein bisschen nach vorne. Das ist wie so ein natürlicher Push-Up-BH. Das heißt, mit der Muskulatur könnt ihr so die Brust so ein bisschen nach vorne drücken. Dafür dürft ihr aber wirklich nur den unteren Bereich trainieren. Und dafür macht ihr diese Übung. Also die Dips. Die Dips sind wirklich sehr gut, um den unteren Bereich anzusprechen. Vordere Schulter und Trizeps. Deswegen macht wirklich, wenn ihr irgendeine Übung für die Brust macht, macht wirklich das. Schrägbankdrücken. Bankdrücken würde ich einfach nicht machen, weil es die ganze Brust trainiert und auch den oberen Teil zu viel. Das ist echt nicht gut. Was ihr dann machen könnt, nicht Schrägbank, sondern wenn ihr ganz aufrecht sitzt und dann nur über Kopf drückt, dann habt ihr nur die Schultern. Das geht dann wieder, aber nicht so im 45-Grad-Winkel schräg hoch drücken, Schrägbank drücken. Auf keinen Fall. Also Ladies,
Ich hoffe, ihr setzt das um. Ich hoffe, euch hat der Tipp geholfen. Jetzt müsst ihr einfach nur trainieren. Und natürlich müsst ihr noch zusätzlich das Video liken und zusätzlich noch den Kanal abonnieren. Und dann sind wir alle happy. Okay? Alles klar. Bis dann, euer Coach Cecil. Now. Moments.